Zeit gibt es keine. Super. Und den haben sie noch nicht mal sauber gemacht. Jetzt gehe ich erstmal ins Bad. So ist schon viel besser. Oh je. Was ein Mist. Meine Röcke sind immer noch oben. Und diese blöde Treppe ist auch noch unten. Jetzt aus dem Krankenhaus zurück? Nee, ich bin mit dem Taxi gekommen. Aber ich muss leider jetzt noch hoch und muss irgendwie die Röcke da runterkriegen. Ich habe da noch eine Tüte. Die müsste ich eigentlich, vielleicht schaffe ich das mit der Krücke. Du, sei mir nicht böse, aber ich möchte jetzt noch die Dörte anrufen. Bis jetzt. Du, ich melde mich einfach heute Abend nochmal. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ich muss mich jetzt erstmal so ein bisschen akklimatisieren. Ich melde mich nochmal. Okay, bis dann. Tschüss. Oh. Thank you.
Hallo Dörte, grüß dich. Wo ich bin? Zu Hause. Du kennst mich ja, Krankenhaus ist ja nichts für mich. Also ich glaube, die könnten mir mich komplett eingipsen und ich würde noch lieber nach Hause wollen. Nee, da bleibe ich nicht, auf keinen Fall. Ja, ich habe jetzt zwei riesengroße Gipse an beiden Beinen. Das linke Knie hat wohl irgendwie was abbekommen, muss natürlich jetzt ruhig gestellt werden. Und ja, und jetzt mein linker Arm noch. Ja. Also 6 Wochen mindestens. Also ich weiß nicht, die haben es immer mit 6 Wochen. Irgendwie scheint es ein Standard zu sein. Immer 6 Wochen. Ja. Und die werden wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen wollen. Ja, es ist total doof. Ich sitze jetzt hier rum. Ich kann gar nichts machen. Also, es ist echt zum Verzweifeln. Ja, muss ich jetzt mal gucken. Also, ist sehr unglücklich gelaufen, die ganze Geschichte. Ja, und das Problem ist, ich kann jetzt natürlich mich noch gar nicht anziehen. Es ist überhaupt nichts möglich. Die ganzen Röcke sind immer noch da oben auf dem Speicher. Ja, die waren ja eigentlich schuld daran. Naja. Ja, du, sei mir nicht böse, aber ich hab mir's hier jetzt halt auf dem Boden ein bisschen gemütlich gemacht. Werd jetzt noch ein bisschen was lesen und so und dann werde ich mal gucken, ob ich, ja, welchen Tag halt so rumkrieg. Okay, alles klar. Okay, Dörte, ja, danke dir. Wenn ich Hilfe brauche, rufe ich dich an. Okay, bis dann. Tschüss. Ich habe mal eine Frage. Liefern Sie auch frei Haus? Ja, ich bräuchte ein paar Lebensmittel. Ich habe nämlich zwei gebrochene Beine und einen gebrochenen Arm. Ja, es ist ja ein bisschen dumm gelaufen. Wenn, dann schon richtig. Also, ich bin eine Pechmarie. Hallo, die Ramona. Ja, jetzt wart erst mal. Nee, der ist jetzt ab.
Ja, den habe ich heute abgemacht bekommen. Jetzt bin ich wieder zu Hause und habe mir jetzt einigermaßen alles so hier zusammengerichtet, ein paar Mandarinen. Wie soll's einem gehen, wenn man noch zwei Gipse hat? Nö, du, ich werde jetzt hier ein bisschen gemütlich sitzen bleiben. Später wollte ich noch ins Bad. Dörte. Okay, nein, ich werde nicht nochmal stürzen. Ja, versprechen kann ich dir das nicht. Du weißt, dass ich tollpatschig bin. Ja, mal gucken. Nee, ich leg jetzt auf. Hallo Dörte, die Ramona, mal wieder. Hey, du wirst nicht glauben, ich habe nur noch einen einzigen Beingips. Ja, es ist super, endlich. Ja, es dauert natürlich jetzt auch noch mal 4 Wochen, hat der Arzt gesagt. Das ist das linke Bein, das rechte ist jetzt in Ordnung, ja, ja. Also jetzt könnte ich ja theoretisch meine Röcke holen. Und das mache ich jetzt auch. Nehmen das Kissen. Der Boden hier ist so stumpf, da kommt man sonst nicht voran. Wo soll ich das Kissen denn schlagen? Unter deinem Po. Als Gleiter. Ramonas Weg zur Toilette Teil 2. Pepper sind alle. Die Dusche sind ja ein bisschen schau.
Oh nein! Ich will mich nicht noch mehr. Ah, das ist cool. Aber, das ist nass. Das ist noch vom Gipfel. Danke! Es geht gar nichts. Also ich sehe, das wird eine besonders lustige Videoproduktion. Also die Kamera lege ich hier hin und mach die Tür zu. Ups, nochmal. Nochmal. Beim dritten Mal habe ich es. Wenn zwei Schritte waren, reicht das nicht. Gut. Mist. Meine Röcke habe ich natürlich immer noch nicht. Oh! Geh mal hier hin mit der Kamera und wirf den Lappen. Das kann ich auch gerade machen. Wirf den Lappen nochmal Richtung Sabine, wie du es eben gemacht hast. Das ist, versuch mal, dass er vor der Kamera landet. Ja, habe ich auch gerade überlegt wegen Licht, weil das ist gerade hier von vorne ganz gut. Okay. Ja, hat wieder Zeit. Nee, nee, ja, der. Mann, fangen wir einfach mal von vorne an. Moment, es tut mir wirklich leid, aber. Lach dich aus. Kätzchen! Die seid ihr albern! Das Problem ist dieses. Ich hab. Bei diesem Dirt-Dirt. Nö, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, aber irgendwie. Ich wollte dieses Dings da rein mit einbauen, weil ich doch da so gelacht hab, wie ich da runtergefallen. Ich hab einfach da so dämlich gelegen. Hallo Dörte, grüß dich, hier Ramona. Bin wieder zu Hause, nur noch mit zwei Gipsen. Heißt es überhaupt Gipsen? Ja, mit zwei Gipsbeinen oder zwei Gipsbeinen. Okay. Noch einmal, Entschuldigung. Nee, ist doch nicht schlimm. Aber ich hab heute, glaube ich, irgendwie einen Clown gefrühstückt. Hallo Dörte, die Ramona hier. Hallo. Ja, diesmal nur noch mit zwei Gips. Es tut mir so leid. Also Gipsen wäre auch richtig. Gipsarm ist ab, Gott sei Dank. Aber Beingips 1 und 2. Entschuldigung. Okay. Entspann dich. Okay. Hallo Dörte, grüß dich, die Ramona hier. Stopp, nicht so schnell. Ja, nicht schwer. Okay, Telefonat, take die 2403. Die ist aber auch so lustig. Gut, ich meine, es geht ja alles von meiner Zeit ab. Da hocke ich mal jetzt wieder durch. Macht nichts, mir macht Spaß mit allen. So, okay.